Der eine oder andere wird sich schon mal Gedanken gemacht haben, wie kriege ich meine Starlink Mini an mein Auto geklebt, geklemmt, angebatscht. Hier mal eine Lösung, die ich mir ausgedacht habe, beziehungsweise noch dazu, wie ich die Stromversorgung realisiere. All das werdet ihr in diesem Video sehen. Vielleicht ist es eine Inspiration für den einen oder anderen. Also, bleibt gespannt, bleibt dran, Feuer frei. Hallihallo, auf geht's. Zum Quaduxenmark bei Wismar. Ein Offroad-Campingplatz, Stellplatz mitten in der Natur auf einem ehemaligen NVA-Gebiet. Und da werden wir das, was ich angekündigt habe im Titel, mal ausprobieren und installieren. Also, Starlink Mini, einen neuen Fuß verpasst. Ich habe da zwei Varianten im Auge. Also, bleibt dran. Ja, da sind wir. Quaduxenmark. Schauen wir mal, was uns da erwartet. Thomas schraubt im Bord viel, Piet schaut zu und bleibt still. Die Halterung muss perfekt sein, für das Starlink Mini Dish allein. Schrauben drehen sich im Kreis, Hand in Hand, das geht nicht leis. Diese Halterung wird stabil. Thomas, was begrüßt es da? Ein Tiny House. Etwas Großes für das neue Mini Dish. Starlink hält die Welt im Fluss. Für Thomas und Piet ein Muss. Der Bohrer macht ein lautes Summen. Piet bleibt cool, er weiß warum. Stein und Metall sind kein Problem. Thomas und Piet, sie lieben die Themen. Zusammen sind sie das beste Team. Ihr Projekt, ein leuchtender Sternenstream. Internet von den Sternen, das ist klar. Thomas und Piet, sie sind das Paar. Wir bauen heute etwas Großes für das neue Mini-Dish. Starlink hält die Welt im Fluss. Für Thomas und Piet ein Muss. Ja, wir haben uns mal ein bisschen häuslich eingerichtet und jetzt geht es los. Ich zeige euch einfach mal, welche Teile ich alles verwendet habe und unten dann halt die Links zu den Artikeln bei den entsprechenden Portalen. Also, ja, womit fangen wir an? Na klar, mit der Mini, und dazu brauchen wir halt den Rohrhalter. Den habe ich hier schon mal ein bisschen verwaltigt, weil ich ursprünglich einfach mal das so gemacht habe. Hat aber nicht gut gehalten. Hier unten sieht man es vielleicht schon leicht eingebrochen. Aber gut, dazu später, um das zu verhindern. Das Ding brauchen wir. Dann brauchen wir, eigentlich ist das ein Faserhalter für Monitore. Den verlinke ich euch natürlich auch. Der hat schon den 1 Zoll Kugelkopf dran. Dann brauchen wir einen Doppelkugelkopfhalter, sage ich jetzt einfach mal. Und natürlich den Kugelkopf da rein und verschraubt. So. Dililit. Um das gute Stück natürlich an die Karosse zu batschen, brauchen wir natürlich Magnete. In dem Fall habe ich 4 66 mm Neodym-Magnete mit Gewinde, M6-Gewinde verwendet, die hier aber nicht wirklich reingepasst haben. Das ist, glaube ich, nur 5 oder 4. Wenn es sowas gibt, musste ich natürlich ein bisschen aufbohren. Gut. Dann bauen wir das schnell mal zusammen. Gut. Das dazu. Ach, ein Teil, das wichtigste Teil haben wir natürlich vergessen. Auch
dieses Teil verlinke ich euch zumindest die STL-Datei, wo man das gute Stück sich nachdrucken lassen kann, beziehungsweise wenn man Drucker hat, natürlich auch selber machen kann. Das stecken wir hier rein, schrauben es fest, schraub. Da kommt dann, ist der Kugelkopf abgestürzt. Zack. Ja. Zack. Passt, wackelt, hat Luft. Ach. Schön ausrichten. Zack. Und hält. Sicher. Ja, es soll ja Fahrzeuge geben, die wenig Metall dran haben. Da wäre natürlich Magnet nicht so toll. Ja, doch mit einem Glasmagneten, ne? Dann kann man das hier vorne ranklatschen. Blödsinn, ne? War ein Späßler. Okay, wie gesagt, im nächsten Teil dann halt die Saugnapf-Variante. Gibt es auch schon einige, will ich mich nicht ausschließen und da muss ich doch dranbleiben. Und es gibt natürlich noch eine andere STL-Datei für diesen GBL Flip 6 Halter. Ja, da habe ich einfach mal einen Saugnapf verwendet, wie auch halt für meine Kamera. Am Glas geht das ja wunderbar. Aber wie gesagt, mir sind auch schon die Dinger abgestürzt und darum bin ich doch gerade für das gute, für die gute Dish mit Magneten. Ich blende euch noch mal ein, wo man das alles ranbatschen kann. Eigentlich überall. Ne? Ihr seht es ja hier an der Tür, hält. Motorhaube hält. Dach hält bombensicher. Im Cockpit hält. Kommen wir gleich zu. Am Zaun hält. Jetzt stehe ich natürlich nicht so gerade optimal. Es kommt ja auch kein Signal an. Pff, dafür haben wir das 15 Meter Kabel. Irgendwer hat die Tonspur geklaut. Sorry, also muss ich es nachvertonen. Vor Ort hatte ich die Möglichkeit, die Starlink Mini mit dem Magnetfuß an einen Zaun zu befestigen. Und schon hatte die Dish perfekten Blick zu den Satelliten. Und natürlich passt auch meiner GBL-Box an diesen Halter. Wenn man sich halt den zweiten Kugelkopf besorgt, kann man halt den eben hier dran lassen und den anderen halt an diesem Halter für die GBL-Box Flip 6. Ja, flexibel verstellbar. Feine Sache. Wie gesagt, die STL-Datei fürs Drucken von dem guten Stück und dem Teil dann im Einsatz unten in der Videobeschreibung. Ein ganz fettes Dankeschön geht noch an meinen Kumpel Pieke, meinen Camperkumpel, der mir die ganze Sache hier konstruiert hat auf Maße, die ich ihm telefonisch durchgegeben habe, beziehungsweise per WhatsApp. Ja, mit dem Zollstock gemessen. Und passt, wackelt, hat Luft, wa? Zack, raus, zack, drin. Wie gesagt, der Kumpel, der Pieke bastelt bei Instagram, hat mir diese Sache konstruiert, wie auch halt den Halter für die Dischhalterung, die Rohrhalterung. Passt alles wunderbar. Haben wir hier hinten noch diese Gewinde eingeschweißt. Ja, STL-Dateien zum selber drucken, zum selber nachdrucken. In der Videobeschreibung findet ihr halt auch, schon ein paar Mal gesagt, die STL-Dateien zum Nachdrucken. Der eine hat einen Drucker, der andere nicht, der lässt halt drucken. Ja, feine Geschichte.
Okay, nochmal ein fettes Danke an Pieke. Ich glaube, der heißt auch Thorsten. Eine Halterungsmöglichkeit haben wir noch. Ihr seht es vielleicht schon im Hintergrund. Für das Armaturenbrett. Wie ich das gemacht habe, gucken wir uns mal von drinnen an. Ja, ich kann halt nur für den Sprinter sprechen. Da haben wir diese Ablage. Und da stelle ich das gute Stück einfach rein. Ja, nee, nicht einfach. Wäre ja zu einfach. Muss ja auch irgendwie halten. So, dann ziehen wir das Ding mal raus. Und schauen wir mal unter die Matte. Was haben wir denn da? Metallplatten, 3M doppelseitiges Klebeband aufgeklebt. Und zwar gehören dazu noch die, oh, über die Hundehaare, diese Teile. Und zwar war das mal gedacht, oder ist das gedacht für Rauchmelder, die man einfach so, ne, an die Decke klebt oder wo auch immer hin. Ein Teil bleibt am Rauchmelder, das andere Teil an die Decke. Auch wieder mit Neodym-Dinger dran. Die brauche ich aber nicht. Ich brauche nur die, diese Dinger. Ja, und die kann ich verwenden, um irgendwelches Werkzeug oder wie auch immer woanders hinzukleben und anzubatschen. Also doppelte Funktion. So, ohne die Matte. Zack. Hält. Und schon haben wir auch Internet während der Fahrt, solange wir nicht gerade durch Alleen fahren. Ja, wenn Bäume über uns sind, funktioniert das natürlich nicht. Hier mal die Situation während der Fahrt. Nicht doll, aber immerhin. Besser als nichts. Ja, das sind so die Möglichkeiten, die wir mit dieser Magnethalterung haben. Der geht natürlich, ja, natürlich auch mit Saugnäpfen, wenn wir die Platten unterbauen. Die haben Durchmesser von, was, glaube ich, 65 cm, 65 mm. So, zack. Ja, selbstverständlich sind diese Magnethalter, diese Platten, diese 65 mm Platten, auch in der Videobeschreibung hinterlegt. Gibt es auch beim großen A. Amazon. Ja, das sind alles Affiliate-Links. Ihr müsst nicht mehr bezahlen und ich kriege eine kleine Provision dafür, wenn ihr da diese Artikel kauft. Also null Nachteil für euch und ein kleiner, minimaler finanzieller Anreiz für mich. Kommen wir zur Stromversorgung. Und zwar habe ich mir ein ziemlich originales, ja, Kabel besorgt von Ali und den 40, ne, Billigheimern. Und zwar wieder 3 Meter finde ich optimaler. Gut, wenn ich jetzt die Disch rausstellen muss, wie in dem Fall, müsste ich es machen, weil ich hier keinen Empfang habe, sind 15 Meter, die mitgeliefert wurden, schon, ja, optimal. Aber das ganze Raffel im Auto kotzt mich an. Und zwar, wie gesagt, auf beiden Seiten den Hohlstecker mit Dichtung. Frickel ich mir hier oben durch die Scheibe. Und stecke sie hier oben rein. Da habe ich eine Mutti angebaut von den Hohlsteckern. Ja, Kabel rüber. Okay. Ja, dann ein Kabel gelegt an den Sicherungskasten und angeschlossen. Und was passiert? Nichts. Also von 12 auf 12 Volt. Ja, funktioniert die Disch nicht. Was hat gemacht? Einen Konverter eingebaut, einen ganzen kleinen, blende ich hier mal ein. Ja, der geht von, oder der wandelt 12 in 24 Volt um. Und tata, es funktioniert. Ja, das ist der Stromverbrauch von dem kleinen, ja, Konverter von 12 auf 24 Volt. 2,9 Ampere zieht er da. Und jetzt werden wir das Ganze mal über den Wechselrichter laufen lassen, über das mitgelieferte Netzteil und schauen wir mal, was dann passiert. Ja, ist hier oben dran, ja, steckt in 230 Volt das Netzteil. Und da haben wir dann
5 Ampere. Also haben wir da auch schon mal wieder eine Stromersparnis, wenn wir das über diesen kleinen Wechselrichter machen, von 12 auf 24 Volt. Immerhin, ne? Ja, das war nur mal eine gute Investition. 10 Euro für den kleinen Konverter ist zwar ein bisschen Fülle, aber wenn es funktioniert, machen wir das doch. Gut, und ja, wie gesagt, verbindet sich, macht, wenn gerade Satelliten in der Gegend sind, durch die Bäume durch, auch ein Netz. Ja, wie gesagt, und die 3 Meter reichen vollkommen aus, um das gute Stück an die Motorhaube zu batschen oder ja, oben ans Dach oder ganz oben aufs Dach. Also sind wir ja flexibel, auch auf die andere Seite können wir das bauen, wie wir gerade stehen und gehen und fahren. Und beim nächsten Mal die Saugnapf-Variante. Auch ein Eigenbau. Ach ja, noch eine Sache zu diesen Haltern. Zu diesen Faser-Haltern. Die sind gerade nicht verfügbar bei Amazon. Habe ich mir auch was anderes ausgedacht. Aber das Zeug ist auch noch nicht da. Genau wie der Saugnapf-Halter. Ja, wir müssen noch ein bisschen warten. Also dann im nächsten Teil bauen wir einen anderen Faser-Halter an. Auch wieder mit Magneten. Und halt die Saugnapf Variante mit 3 Füßen. Ich sage mal, ein bisschen mehr kann ich schaden. Wie gesagt, auch die Magneten habe ich auch erst die 43 mm genommen, die 15 Kilo halten. Geht auch, hält auch in der Position. Aber ich sag mal, mehr ist immer besser. Also mit dem Ding hier kannst du Beulen aus dem Blech ziehen. Leicht übertrieben. Ich zieh mal dran. Oh, also das sollte bombensicher sein. Auch mal ein bisschen bei Sturm. Das soll es für heute gewesen sein. Wenn ihr Fragen habt, würde ich sagen, ab in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, ein Like. Und wenn ihr den nächsten Teil mit der Saugnapf-Aktion sehen wollt, ja. Ein Abo wäre nicht schlecht, dann verpasst ihr auch eine Sperre. Also, bis zum nächsten Teil. Ich denke mal so, ne? In Kürze. Wenn das ganze Geraffel gekommen ist, wie zum Beispiel halt die andere Faserhaltung, Halterung und halt die Saugnapfgeschichte. Da müssen wir auch noch ein bisschen basteln. Aber macht ja Spaß, ne? Und wenn es ein bisschen Taler spart, umso mehr. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.